Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge oder zu der ersten Folge LS19 hier Hohenlücke. Wir machen den Verkehr mal aus, automatische Mutterstadt aus. Alles hier aus an Sachen. Pflanzenwachstum schnell. Okay, Pflanzen sterben an. Normal. Fruchtzerstörung an. Flügen notwendig aus. Kalk an. Können wir machen. Unkraut an. Okay. So. Wir sind hier auf der Map Hohenlücke. Wir haben ja hier den Hof. Habe ich ja gestern vorgestellt, die Map. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten hier zu machen. Und ich will jetzt im Prinzip erstmal suchen, was ich gestern nicht gefunden habe. Die Trigger im Prinzip, wo man hier die Kühe kaufen kann. Weil Viehhändler gibt es nicht auf der Map, wie gestern erzählt. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch keinen Trigger gefunden, hier, wie man das machen kann. Oder muss man vom Jungviehstall in die anderen transportieren? Das weiß ich jetzt auch nicht. Weil hier ist nichts, hier ist auch nichts. Ach, hier ist keine Kollision drin, okay. Hier kann nichts machen. Ach, hier ist auch keine Kollision drin, auch schön. Ach, hier ist Kollision drin, na gut. Wie sieht das aus? Also 100.000 haben wir. Wir haben einiges an Land. Ansonsten muss ich mir noch mal die Anleitung durchlesen. Haben mir eine Anleitung gegeben, dass man hier im Prinzip klarkommt. TFM-Stall, Jungviehstall, sind wir hier, genau. Hier mittendrin, okay. Aber wie gesagt, ich finde hier irgendwo keine Trigger gerade zum Tier kaufen. Wir werden jetzt mal gucken, wie das mit den Pferden aussieht. Pferde haben wir ja auch. Das wäre hier. Zack. Da habe ich den Trigger gefunden. Das wäre hier, vor dem Zaun. Wir haben die Möglichkeit, hier Pferde zu kaufen. Ich würde im Prinzip kaufen, Pferdchecke neu. Ich weiß nicht, wie viel die bringen. Ich würde aber eigentlich gerne erstmal ein Schimmel holen. Oder? Ja, Pferdbrauner, komm, nehmen wir den Pferdbrauner. Brauchen Wasser. Wasser? Was brauchen die? Tiermenü da. Ne, haben wir noch nicht. Wir haben doch hier. Das gehört uns doch. Ne? Doch, ja. Pass mal auf. Dann werden wir das Pferd kaufen. Bestätigen.
haben hier jetzt die Möglichkeit zu gucken, okay, Bewegung brauchen wir. Wir brauchen Wasser, Stroh, Hafer, Heu. Also relativ viel. So, Fitness, okay. Spirit. Wenn ich den verkaufen wollte, würde jetzt 2900 bringen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und werden das Pferd einmal reiten. Im Prinzip eh einsteigen, ne? So, auf jeden Fall eine relativ große Hochfläche hier. Hat man die Möglichkeit natürlich hier einiges an Maschinen unterzustellen und. Da ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich werde jetzt im Prinzip noch gucken, wo man wirklich Kühe kaufen kann, dass wir da auch das wirklich nutzen, weil insgesamt kann man hier 3100 Kühe halten. So, wir bringen das Pferd mal wieder rein, haben einen Ausritt gegeben. Mal schauen, wie viel das bringt. Im Prinzip nur gar nichts, okay. Das wäre was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich denke mal Bewegung, okay. Wir bräuchten jetzt aber wirklich mal die Garage. Wir bräuchten Wasser. Haben wir einen Wasseranhänger? Nein, haben wir nicht. Hätten hier irgendwas? Ein Tiefenlocker. Das ist ein Tiefenlocker, okay. Coole Sache. Gut, was haben wir denn an Missionen zur Verfügung? Schauen wir das auch mal. Feld 12 düngen. Feld 12 wäre im Prinzip hier unten das Große, ne? Nee, da oben das Große. Das heißt, wir müssten einmal hier irgendwie hochkommen dann zu dem Feld. Ich habe Körsbeeren mit reingenommen, von daher ist das kein Problem. Feld 25 ernten, das wäre das hier, okay. Müssen wir gucken, wo wir lang kommen. Feld 16 düngen. Feld 16 wäre das hier, okay. Dann gucken wir einfach mal nach, wie das aussieht. Wir werden die Geräte ausleihen. Das will ich auf jeden Fall machen. Feld 16 düngen. So, wir haben hier die Möglichkeit jetzt am Shop. Haben wir hier den Traktor stehen. Gewicht war nicht dabei, okay. Ich hätte schon Kinder wären Gewicht bei gewesen. Egal. Ich wollte sagen, da war doch ein Gewicht.
Hat sich versteckt. Okay, nimm es von der anderen Seite. Ist auch nicht schlimm. So, wir müssen jetzt im Prinzip noch mal ein paar Düngerpaletten besorgen. Mineraldünger. Dann werden wir das hier voll machen und dann müssen wir zu Feld 16. Dann lassen wir das Cosplay machen. Hier ist kein Problem für Cosplay. Ich glaube, da holen wir noch mal ein paar. Lieber zu viel als zu wenig. Wir haben im Prinzip sowieso erstmal gerade genug Geld dafür. Das ist ja nicht das Problem. Dann fahren wir einmal hin zu Feld 16. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo das ist. Das ist da unten irgendwo. Also müssen wir eigentlich irgendwo Richtung Süden fahren. So, da kommen wir nicht raus. Das heißt, wir fahren jetzt. Kommen wir auch nicht? Ne. Denke ich nicht. Wir müssen jetzt im Prinzip hier lang fahren. Ne. Doch nicht. Na gut. Dann einmal drehen. Dann müssen wir wahrscheinlich doch hier. Alter. Ist das eine kleine Zufahrt zum Shop? Alter Schwede. Na, so große Maschine, ne? Alter Schwede. Hätte die Zufahrt auch ein bisschen größer sein können. Muss ich wirklich sagen. Die Zufahrt hätte größer sein können. Egal, kriegen wir hin. So, hier scheint es ein Strebergarten zu sein. Zwei Jahre Bauzeit stecken in der Map. Das ist schon eine große Hausnummer. Wo sind wir jetzt? Jetzt da, okay. Wir müssten eigentlich jetzt nach rechts irgendwo. Fahren wir von innen. Wir müssen jetzt irgendwo nach rechts. Wir müssen nämlich auf Feld 16. Und fahren Kilometer über Kilometer und Kilometer. Wahnsinn. Kriegen wir aber hin. Wir kommen schon noch zu Feld 16. Das sage ich euch. Und wenn es das letzte ist, was ich tue.
So, einmal zurücksetzen. Hätten auch hier hingekommen. So. Können wir jetzt nämlich hier lang fahren. Zack. Dann sind wir nämlich ganz woanders. Feld 16 ist nämlich jetzt oben. Also das heißt, wir müssen wieder nach oben irgendwo fahren. So, passt auf. Am Anhalten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Sag Eike einmal bis dahin. Neue Folge am Donnerstag um, keine Ahnung wie viel Uhr, ich meine 8 Uhr. Donnerstag 8 Uhr. Neue Folge hier auf der Hohen Loco. Einfach mal anspielen die Map und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.